Gefährlich wird es dann, wenn sich Belastung und Entlastung nicht in einem gesunden Maß abwechseln können. Das sind innere Faktoren, also zum Beispiel der Wunsch, es immer möglichst vollkommen perfekt zu machen. Oder jemand, der dazu neigt, sich selber schnell schuldig zu fühlen oder zu Selbstzweifeln neigt, scheint prädisponiert zu sein. Oder an äußeren Faktoren, wenn man nicht den Gestaltungsfreiraum hat, den man brauchen würde. Also vor meiner Erkrankung hatte ich eigentlich ein gutes Leben. Es hat Spaß gemacht auf der Arbeit. Okay, wir hatten Stress, wie überall auch. Konnte dafür schön in der Freizeit entspannen, bis zu dem Moment, wo dann der neue Chef kam. Das hat sich dann relativ rasch in eine Steigerung des Stresses und des Drucks auf mich geäußert. Und es nahm dann immer mehr zu. Verwicklungen ergaben sich, aus denen ich dann mehr und mehr keinen Ausweg mehr sah. Stress kann man messen. Und zwar gibt es mehrere Möglichkeiten. Die einen sind Blutproben und Speichelproben. Und die andere Möglichkeit ist die Herzratenvariabilitätsmessung, die ziemlich genau aufzeigen kann, wie hoch der Stresslevel ist. Das heißt, auch abends oder am Wochenende oder in den Ferien bemerkt, dass die Gedanken noch kreisen, dass man wie im Druck ist, dass man wie im Hamsterrad noch innerlich läuft. Das ist ein echtes Warnsignal. Die meisten Menschen können auch merken, dass sie sich schlechter konzentrieren können, dass sie gereizt sind, dass sie müde sind. Manche beschreiben auch, dass sie so wie sich entselbstet fühlen, also dass sie wie ein Hamster das Rad drehen, aber dass es nicht ihr eigenes Rad zu sein scheint. Zum Teil hilft Bewegung, es hilft viel Gespräch, um herauszufinden, wo denn der Stress sitzt. Es hilft auch in den Gesprächen, die Vergangenheit mal anzuschauen und die Zukunft neu zu planen. Ich stand dann dort und mein Chef sprach mit mir, erklärte mir gewisse Dinge, was zu tun seien. Und ich fühlte mich wie in einem Film, in dem ich nicht teilnahm. Ich verstand das nicht. Ich hatte keine Ahnung, was man mir sagen wollte und stand nur da und konnte nichts aufnehmen. Psychotherapie ist im Bereich des Burnouts immer schulenübergreifend. Verhaltenstherapeutisch würde man zum Beispiel Elemente von wie gehe ich mit Stress um, welche Gedanken sind förderlich, welche Gedanken sind eher destruktiv vorgehen. In der Klinik ist es wichtig, dass man ein ganzes neues Erlebnisumfeld hat, wo es darum geht, eigentlich wieder die Freiheit zu haben, Gestalter zu sein von dem, was passiert. Also zum Beispiel, dass man seinen Körper wieder wahrnimmt als eine Quelle von eigener Freude und Erleben. Oder auch in der Kunst- und Ausdruckstherapie wieder sich selbst zum Ausdruck bringen kann, ohne dafür Worte zu benutzen. Der Urlaub spielt in der Stressregulation eine sehr große Rolle. Es gibt den Menschen die Möglichkeit, wieder herunterzufahren. Bedingung ist, dass sie die Kommunikationsmittel zu Hause lassen. Wenn jemand zu einem späten Zeitpunkt kommt, wo er wirklich zum Beispiel schon daran denkt, sich das Leben zu nehmen und viele Dinge in seinem Leben schon zerbrochen sind, dann wird es mehr Zeit brauchen, als wenn jemand eigentlich erschöpft ist, aber seine Umstände noch intakt sind, seine Beziehungen, seine Arbeitsstelle, sein Bezug zu sich. Und in so einem Fall wird es vielleicht etwa 8 bis 10 Wochen gehen. Wenn jemand in einer späten Phase kommt, kann es auch länger dauern, was nicht heißt, dass es so lange stationär sein muss. Das Gute ist, dass ich natürlich gelernt habe, auf meine innere Stimme zu hören, mit dieser Krankheit auch umgehen zu können. Viele können danach wieder normal in den Beruf zurückgehen, haben aber einen Weg hinter sich, wo sie geklärt haben, was ihnen wirklich wichtig ist. Und darum gehen nicht alle in die gleiche Situation zurück und nicht alle arbeiten so viel wie vorher. Es war wie ein zweiter Frühling. Ich habe mich an Dingen erfreut, die ich vorher gar nicht beachtet habe. An kleinen Dingen, die mir heute Spaß machen, die ich vorher als wenig interessant empfand. Das Familienleben hat sich sehr schön entwickelt. Wir unternehmen fröhliche Ausflüge. Es geht mir eigentlich wirklich gut und ich kann zu dem stehen und freue mich, dass das eigentlich jetzt hinter mir ist.